Hallo und herzlich willkommen zu Teil 3 meiner Videoserie Yoga im Wohnzimmer. Mein Name ist Eva Klampfer, ich bin Yogalehrerin, Coach für integrative Ernährung und ab Herbst Kursleiterin an der Volkshochschule Südoststeiermark. Mit dieser Videoserie bringen wir Ihnen von der Volkshochschule verschiedene Themen aus unserem Bildungsangebot direkt zu Ihnen ins Wohnzimmer. Ich darf heute wieder eine kurze Yoga-Einheit mit Ihnen machen und heute kümmern wir uns vor allem um die Lendenwirbelsäule bzw. den unteren Rücken. Also schnappen Sie sich gleich Ihre Matte und machen Sie wieder mit. Ich freue mich drauf. Wir legen uns am Rücken auf die Matte, die Beine sind aufgestellt und abgewinkelt. Der ganze Rücken liegt auf der Matte auf. Wir nehmen uns einen Moment Zeit, um einfach auf der Matte anzukommen. Atmen einmal tief ein und wieder aus. Kommen zur Ruhe und nehmen uns die nächsten Minuten ganz bewusst für uns. Wir heben dann unsere Knie an. Bringen Sie in Richtung Oberkörper, legen die Hände auf die Knie und beginnen langsam mit unseren Knien zu kreisen und so unseren unteren Rücken zu massieren. Wir atmen dabei ruhig weiter ein und aus. Wir ändern dann die Richtung, kreisen in die andere Richtung, massieren unseren unteren Rücken, bringen so Entspannung in diese Region. Wir bringen dann unsere Knie wieder in die Mitte des Körpers, bringen unsere rechte Hand zum linken Knie, strecken unseren linken Arm zur Seite. Der Blick folgt dem linken Arm. Die Schultern liegen beide entspannt auf der Matte auf. Und wir lassen dann langsam unsere Knie zur rechten Seite fallen. Kommen so in eine leichte Drehung der Wirbelsäule. Legen die Knie neben unserem Körper ab. Atmen ruhig weiter. Wir atmen noch einmal ein und wieder aus. Und kommen bei der nächsten Einatmung in die Mitte zurück, heben unsere Knie wieder an. Bringen wieder beide Hände auf die Knie. Umarmen unsere Knie. Schaukeln vielleicht ein bisschen nach vor und zurück, nach links und rechts. Massieren unseren unteren Körper. Wir bringen dann unsere linke Hand zum rechten Knie, strecken unseren rechten Arm zur Seite, schauen ihm nach. Die Schultern liegen beide entspannt auf der Matte auf und langsam lassen wir dann unsere Knie auf die andere Seite, also nach links, fallen. Wir legen unsere Knie neben dem Körper ab, spüren die Drehung in der Wirbelsäule und atmen ruhig weiter. Ein und aus. Noch einmal ein und wieder aus. Und kommen dann bei der nächsten Einatmung wieder in die Mitte zurück, heben unsere Knie an, umarmen sie. Schaukeln ein bisschen nach vor und zurück, nach links und rechts. Machen jede Bewegung, die uns gerade gut tut und entspannt. Wir strecken dann unsere Beine aus, legen sie auf der Matte ab. Die Füße sind ungefähr hüftbreit auseinander. Die Zehenspitzen fallen nach außen. Die Arme liegen entspannt neben dem Körper auf. Die Handflächen schauen nach oben. Und wir spüren, wie unser ganzer Körper sich entspannt, schwer wird, von der Matte getragen ist. Wir spüren, wie sich unsere Zehen, Füße und Beine entspannen, wie unser Rücken auf der Matte aufliegt und entspannt ist, wie unser Bauch sich entspannt, wie sich die Bauchdecke langsam beim Ein- und Ausatmen hebt und senkt. Wie sich unsere Schultern entspannen, unsere Schulterblätter auf der Matte aufliegen, unser Brustkorb sich entspannt und auch mit der Atmung hebt und senkt. Wir spüren unseren Herzschlag ruhig und gleichmäßig. Wir spüren unsere Arme, unsere Finger, die entspannt neben unserem Körper liegen. Unser Nacken ist entspannt.
Unser Kopf ist schwer und liegt auf der Matte auf. Unser Gesicht ist entspannt. Die Augen sind geschlossen. Die Stirn ist entspannt. Und wir merken, wie auch unsere Gedanken ruhig werden. Einfach durch unseren Kopf ziehen, kommen und wieder gehen. Wir atmen einmal tief ein und wieder aus und bleiben für einen Moment in diesem Zustand der Ruhe und Stille. Wir beginnen dann langsam, unsere Finger und Zehen zu bewegen, unseren Kopf nach links und rechts zu wenden. Wir rollen uns auf die rechte Seite und richten uns langsam und mit geschlossenen Augen wieder auf, bis wir in eine sitzende Position kommen. Wir atmen noch einmal tief ein und wieder aus. Bringen unsere Handflächen zueinander und unsere Hände vor die Brust. Atmen noch einmal tief ein und wieder aus. Öffnen dann langsam die Augen und wenden uns wieder dem zu, was wir uns für heute vorgenommen haben. Danke fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und entspannten Tag. Namaste.